zugegeben, das Wetter könnte etwas besser sein, aber kaum der Ort, an dem wir uns befinden. Wir sind an Bord der Arosa Bella, unterwegs auf einem der schönsten und längsten Flüsse Europas, auf der Donau. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Arosa Momente. Heute mit dem Thema Arosa Städtetour. Unsere Tour heißt Donauklassiker. 8 Tage lang dauert sie, führt von Passau bis nach Budapest. Und den wohl schönsten Haltestopp, den werden wir heute machen. Für mich schönsten Haltestopp. Wir werden Wien anlaufen. Bis wir die Stadt erreichen, dauert es noch ein wenig Zeit, um der Sonne eine Chance zu geben und um meine Kollegin zu treffen. Guest Relation Managerin Kathleen Mönch. Wer mit Arosa reist, reist mit dem Luxus der Langsamkeit. Dabei muss Langsamkeit nicht zwingend Bewegungslosigkeit bedeuten. Kathleen, wir von Arosa bieten Städtetouren an und diese Städtetouren sind sogar ziemlich lebendig, oder? Ja, die sind sehr, sehr lebendig. Also wir sind ja nicht nur mit dem Bus oder zu Fuß oder mit kleinen Minizügen in den Städten unterwegs, sondern wir haben an Bord 15 eigene Fahrräder und können natürlich richtig schön in die Städte hineinradeln, die Landschaften um die Städte entdecken. Von wem wird man da geführt? Vor Ort haben wir meistens geführte Reiseleiter, also Reiseleiter, die wir wirklich vor Ort engagieren, die dann mitkommen, die ihre Stadt, ihre Region natürlich viel, viel besser näher bringen können. Und das ist natürlich bedeutend interessanter, als wenn man alleine dort unterwegs ist. Dann ist es ja auch so, dass wir von Arosa uns für jede Stadt was Besonderes ausgedacht haben. Wien hat eine wunderschöne Altstadt. Viel, viel interessanter ist es aber auch vielleicht mal etwas Außergewöhnliches mitzumachen. Wir haben im Prater das große Riesenrad, was ja auch sehr, sehr bekannt ist. Und da kann man abends ein richtig schönes 5-Gang-Candlelight-Dinner genießen. Zu zweit, alleine in einer Gondel, schön mit Kerzenschein. Man fährt über die Stadt eigentlich drüber hinweg, hat ein tolles Lichtermeer, richtig schön romantisch. Mal was ganz anderes. Vorher bewegt man sich. Wagemutig wie ich bin, habe ich mich für die Biking-Tour entschieden. Der Guide kommt in wenigen Augenblicken. Wir laufen ja direkt jetzt rein in Wien. Kathleen, vielen Dank. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Stadtrundfahrt Parat in Wien. Ich darf mich gleich mal vorstellen, mein Name ist Markus und ich werde Sie heute durch die Wiener Innenstadt Parat begleiten. Auf geht's ins Stadtzentrum, mir nach! Die Wagemutigen werden belohnt mit Sonnenschein. Wie Sie sehen, habe ich mich dazu entschlossen, eine Pause zu machen. Und wo könnte man das in dieser Stadt besser als in einem Kaffeehaus? Ich habe mich für eines der schönsten, ältesten und traditionsreichsten Häuser entschieden. Für das Café Zentral. Heimat der Dichter, Lenker und Denker. Einer der Lenker und Denker in diesem Hause ist Kai Frühling. Und von ihm erfahren wir jetzt etwas zur Geschichte des Hauses. Ja, das Kaffeehaus ist, so wie es hier ist, seit 1876 im Palais Ferstl, ursprünglich gebaut als erste Wiener Börse und auch Heimat der Österreich-Ungarischen Nationalbank. Also ein sehr geschichtsträchtiger Platz. Und zwei Brüder haben es eröffnet und es ist ein wunderbarer Ort mit italienischer Atmosphäre, ein bisschen ein mediterraner Stil und bieten hier Frühstück bis Abendangebot, jeden Tag hauseigene Küche an und ist ein besonderer Punkt in Wien, im Herzen von Wien. Ihr Haus ist Heimat für viele Künstler gewesen? Genau, Literaten, aber auch andere Wissenschaftler, Anton Kuhn, Hugo von Hofmannsthal oder Sigmund Freud, Arthur Schnitzler haben sich hier getroffen, um Weltgeschehnisse einfach zu besprechen, Politik oder aus einem umfangreichen Zeitungsangebot zu lesen. Das war üblich für Wiener Cafés, aber insbesondere auch hier haben sich Zentralisten genannt und
war so in der Blüte um 1910, 1920 war das ein sehr, sehr besonderer Treffpunkt. Und auch der Peter Altenbergs, die Figur am Eingang, war ein österreichischer Schriftsteller und Poet, der hier verewigt wurde, weil er quasi auch seine Post hierher geschickt hat und das quasi als zweites Wohnzimmer genutzt hat. Kann man heute noch jemand Prominentes hier treffen? Ja, hin und wieder schon, ja. Aber es ist natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß wie früher. Aber wir gehen mit der Zeit. Heute haben wir kostenfreies WLAN, immer noch ein großes Angebot an internationalen Magazinen und Zeitungen. Und der Wiener kommt auch ganz gerne her zum Beobachten bei einem kleinen Braunen mit einem Stück Wiener Genusskultur, Torte oder Ähnlichem. Aber natürlich auch viele touristische Gäste hier. Ich würde auch gerne noch länger bleiben, bin aber ja nur so kurz in dieser Stadt und möchte noch ein bisschen sehen. Was können Sie mir empfehlen? Was muss ich unbedingt gesehen haben? Neben meinem Wiener Kaffeehaus denke ich mal auf alle Fälle Schloss Schönbrunn, vielleicht mit dem Tiergarten, den Stephansdom, den Wiener Prater. Das muss man, glaube ich, gesehen haben in Wien oder eine der netten Einkaufsstraßen, Kohlmarkt, Graben, was nicht weit von hier weg ist, Kärntnerstraße. Und wenn es sich dann noch ausgeht, vielleicht zum Heurigen in Richtung Grinzing hinausbewegen am Rande des Wienerwalds und dann schönen Wiener Wein genießen. Genau, nach dem Radfahren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Herr Frühling, haben Sie vielen Dank. Ja, gerne. Und alles Gute weiterhin. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke sehr. Ein wunderbarer Tag neigt sich dem Ende zu. Und mit dem Blick aus dem Prater Riesenrad auf das wunderschöne Wien möchten wir uns ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus und Ahoi.